Hey Leute, ich habe jetzt schon länger im Kopf, dieses Video hier zu machen. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Es ist ein bisschen windig, aber ich denke, es geht. Ich habe das letzte Video gecheckt und das ging voll klar. Hier sind wir wieder mit einem neuen Video. Auf jeden Fall wollte ich das schon länger mit euch teilen, denn ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon nicht mehr Hand angelegt habe. Es war auf jeden Fall Anfang des Jahres, wo ich mir gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Ich muss mich von all meinen Sünden befreien, vom Smoken, von den Webseiten und sowas. Wir müssen uns von all den Sünden befreien. So, und ich sage euch, das hier ist mein Zeugnis. Ich gebe euch jetzt mein Zeugnis. Ich will euch einfach mein Zeugnis abgeben, weil es ist so true, wenn du weg von den Webseiten bleibst, ihr wisst schon, was ich meine, Korn, ja, wenn ihr weg von diesem ganzen Zeugs bleibt, ja, ihr legt nicht mehr Hand an, ihr wollt nicht mehr die Vaseline raus oder die Lotion. Und macht es einfach nicht mehr. Leute, es wird euch so gut gehen. Ihr seid viel anziehender, als gerade als Mann. Ja? Geht aber auch an die Frauen, weil auch immer mehr Frauen damit sogar strugglen. Mit Masto, ja, ihr wisst schon was. So selbst Hand anlegen und sowas. Und an sich rumspielen. Es geht in beide Richtungen. Ja. Auf jeden Fall diese ganzen Spielzeuge und sowas, das sind auch nur wieder so Gateways to Hell, ja, das sind nur wieder so Schlüssel zum Bösen, sage ich jetzt einfach mal so, weil diese ganzen Spielzeuge und sowas, die ist sogar in Studien, wenn ich nicht falsch liege, ist das bewiesen worden, dass diese Spielzeuge, die Frequenz von denen, die Elektrizität, wenn du da unten dir dann das Zeugs reinschiebst, ja, dass das extrem schädigend für dich als Mensch ist. So. Das ist extrem schädigend für deinen Körper, ja, weil diese Vibrationen, diese Frequenzen und sowas, die du dann da bekommst durch diese Spielzeuge, die ist sowas von negativ, die ist sowas von toxisch für deinen Körper. Viele wissen das gar nicht. Viele wissen das gar nicht, wie schädigend diese Spielzeuge tatsächlich sind. Ich würde euch empfehlen, recherchiert selbst. Deswegen, und als Mann, wir wissen alle, wie schädigend diese Webseiten sind. Ist genau dasselbe, nur noch so, sogar, na, vielleicht sogar gleich schlimm, oder sagen wir es mal, es ist einfach in derselben Kategorie, ja. Diese Webseiten, die verändern dich zum Negativen, die verändern dich komplett, deine Denkweise zu Frauen, ja, wie du Frauen siehst, auf was für Frauen du stehst und so, und auf was für eine Art Frauen du dich konzentrierst. Ich sag's euch Leute, seitdem ich nicht mehr Hand anlege, jetzt wirklich komplett eiskalt. Ich sag euch, ich fühle mich so fantastisch jeden Tag. Es ist ein neuer Tag und ich check das schon gar nicht mehr. Ich meine, ja, jetzt bin ich unterwegs und jetzt sehe ich schwierig, ja. Wäre es eh schwierig, sagen wir es so. Ja, weil es kommt gar nicht mehr in Frage. Es kommt gar nicht mehr in Frage, ich sag nur so hypothetisch, es wäre eh schwierig. Ich bin unterwegs so, da ist nicht gutes Internet und das ist gut. Ich bin nicht mal richtig gar nicht auf YouTube, es funktioniert hier eh nichts. Es funktioniert gerade das Navi und dass ich die Videos hochladen kann und die Live-Sessions machen kann und das ist alles, dass ich WhatsApps schreiben kann, auf Instagram vielleicht mal was posten kann und so, aber für die meiste Zeit hier YouTube-Videos gucken oder sowas. Ja, das habe ich eben getan, wo ich bei diesem Dude war und habe meine Akkus geladen.
Da habe ich ein bisschen YouTube-Videos geguckt, aber auch nur Tutorials, wie man unterwegs so Steckdosen findet oder sonst was. Und es hat geklappt. Es hat geklappt. Gut, ich war mal an einem Fleck und das war jetzt nicht so ein Bungalow wie sonst. Aber egal, das ist nicht das Thema. Ich wollte einfach nur sagen, ich merke die Benefits. Ich merke das so brutal. Diese Maskulinität einfach, diese Energie, diese. Sorry Leute, hier fahren halt immer die ganze Zeit ins Auto. Ich bin halt auf der Straße, auf so einer Landstraße. Und es ist richtig geiles Wetter. Wir haben heute, also heute ist Freitag. Ich denke, ich uploade das Video erst am Samstag. Ich glaube, heute ist doch Freitag, gell? Wenn ich richtig liege. Ja, Freitag. Freitag, genau. Ich habe hier komplett gar kein Zeitgefühl. So. Aber auf jeden Fall ist der 22. Ich denke aber, das Video lade ich am 23. Nee, ich merke einfach brutal die Benefits. Ich merke einfach diese Veränderung, diesen Shift. So viele Leute sind auch zu mir gekommen. Hey Fabrizio, ich erkenne dich gar nicht wieder. Du hast dich in den letzten paar Monaten so sehr verändert. Bla bla bla. Und das ist alles Gott, ich sag's euch. Ich habe letztes Jahr so sehr gestruggelt. Hab die ganze Zeit zu Gott gebeten, hab gesagt, bitte befreie mich endlich von meinen Sünden. Bitte, bitte, bitte. Ich hab keine Lust mehr, jeden Tag hier zu smoken oder sowas und wieder zurückzufallen. Und man sagt, ey, ich mach nur am Wochenende und dann machst du doch wieder jeden Tag. Oder ich hab keinen Bock mehr auf diese Webseiten und sonst was. Und dann fällst du trotzdem wieder zurück und wirst rückfällig. Ich habe keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich habe absolut, wenn ihr mich fragt, so, was war dein Beweggrund? Wie konntest du? Und so, ich hatte keinen Bock mehr. Oder wie hast du das geschafft? Ich hatte absolut keinen Bock mehr. Ich habe die ganze Zeit zu Gott gebetet, gesagt, bitte befreie mich. Bitte befreie mich von all meinen Sünden. Bitte, bitte, bitte. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Smokerei, auf diese Spielerei an sich und ich habe keinen Bock mehr. Bitte befreie mich. Und er hat mich, bis jetzt bin ich nicht rückfällig geworden. So. Deswegen, Gott ist groß. Das ist das Zeichen. So, auf jeden Fall, das ist mein Testimony, das ist mein Zeugnis, was ich euch geben will, auf jeden Fall. Wenn ihr davon wegbleibt, auch an alle Frauen, wie gesagt, ihr werdet euch so fantastisch fühlen. Weil du weißt ganz genau, vielleicht ist das bei den Frauen etwas anders als bei Männern, aber trotzdem kannst du mir nicht sagen, dass du dich so fantastisch fühlst, wenn du auf diese Webseiten gehst, auch als Frau, und spielst da an dir rum und so. Zu diesen Videos und sowas kannst du mir nicht erzählen. Kannst du mir nicht erzählen, dass es dir dadurch besser geht und dass du dich dadurch so erfüllt fühlst oder sowas. Kannst du mir nicht erzählen, dass sich das gut anfühlt? So, ich denke, jeder fühlt so eine gewisse Scham dann dahinter, danach. Und deswegen sage ich euch, bleibt weg davon. Und bittet Gott um Vergebung und um Kraft, um Durchhaltevermögen und sowas. Und er wird euch alles geben. Bittet ihn um Kraft und bittet ihn darum, euch von der Sünde zu befreien. Endlich bittet ihn darum, euch von der Sünde zu befreien. Und er wird euch befreien, auf jeden Fall. Aber es liegt auch an deiner Arbeit. Natürlich musst du auch stark bleiben, denn unser Körper ist schwach, unser Fleischkörper ist schwach und der Böse, ja, der Richter des Bösen, sage ich jetzt einfach mal so, die Schlange versucht uns immer zu verführen. Deswegen müssen wir widerstehen vor all diesen Schlangen. Ich sage euch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Art, wie du auf Frauen guckst, wird sich verändern. So. Art, wie du auf Frauen guckst, wird sich verändern.
auf welche Art Frauen du jetzt achtest, wird sich verändern. So diese Jezebels und so dieses Succubus, die kann dich nicht mehr bekommen. Du durchschaust es direkt, diese Jezebels. Du durchschaust sie direkt. Deswegen, so bleibt weg davon. Und ich garantiere euch, es wird euch besser gehen. Vielleicht nicht jeden Tag, ist ja normal. Aber die meiste Zeit. Das ist auf jeden Fall garantiert. Es wird dir die meiste Zeit gut gehen. Super. Auf jeden Fall, es wird dir so viel besser gehen. Ja, endlich weg von dieser Straße. Jetzt geht es auf die andere Straße und da ist jetzt ein bisschen ruhiger. Aber ich denke, wir belassen es jetzt auch hier. Wie gesagt, ihr müsst wegbleiben von diesem ganzen Schrott. Ihr müsst wegbleiben von diesen Webseiten, von diesen Spielzeugen, von diesen ganzen Dingen, ja, generell von der Sünde. Aber hier ging es jetzt eher darum, das wollte ich schon so lange mit euch teilen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, komm, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und hier ist das Video auf jeden Fall. Ich hoffe, man konnte alles gut verstehen. Verzeiht mir, Leute, dass die Videos nicht perfekt sind, dass die Geräuschkulisse da ist. Es ist halt real, ne? Wir sind halt draußen in der Natur, auf der Street, mit dem E-Bike, auf nach Spanien. Deswegen, ich habe jetzt schon, also jetzt dürften es fast 400 Kilometer sein, die ich hinter mir habe. Ja, und es sind noch irgendwas um die 870 irgendwas oder sowas. Ja, deswegen, und ich hab's schon so weit gebracht hier. Ich bin schon so weit jetzt. Wenn ihr das Video seht, da bin ich vielleicht schon bei 500 Kilometer, wer weiß. Wenn alles gut läuft, auch die Nacht, dann kann ich endlich auch meine Akkus mal richtig laden, weil seit gestern war so Struggle wie nie zuvor, ja. Sonst vorher, ich habe immer perfekt eine Steckdose gefunden, aber in letzter Zeit struggelt so ein bisschen. Aber es ist okay, trotzdem komme ich von A nach B, auch wenn es mit einer Ladung vielleicht dann nur so 20, 30 Kilometer sind und nicht 50, 60. Aber trotzdem, vorankommen ist alles, deswegen, wir fahren immer weiter und genau so ist das Leben geht immer weiter. In diesem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste, möge der Herr euch segnen und euch stärken auf jeden Fall und von der Sünde befreien. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.